Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Diese Episode ist der Teil 2 der Episode Leadership in der Krise. Das heißt, wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh genau eine Episode zurück und hör dir den Teil 1 an. Ansonsten bist du jetzt hier genau richtig und du hörst dann den zweiten Teil im Gespräch mit Christian Mertens, CEO der Firma Voss Fluid, zusammen mit dem Co-Host Matthias Dannapfel. Nachdem wir im ersten Teil über Corona und Lieferengpässe geredet haben, aber auch die besonderen Herausforderungen der Flut, geht es jetzt in der zweiten Teil der Episode so ein bisschen um die Frage, wie haben sich diese Krisen auf die Fabrik ausgewirkt, was hat man verändert, wie geht man auch mit dem Thema Digitalisierung um und wie hat man in diesem Krisenmanagement ein gutes Komplexitätsmanagement und vor allem auch immer einen richtigen Fokus auf den Engpass. Da gehört dann auch das Thema Priorisierung mit dazu, aber auch das Thema Mitarbeiterführung, die Frage, wie kann man Teams gut dezentral organisieren und am Ende wird es auch ein bisschen persönlich, wo wir dann auch darüber reden, wo hat Christian Mertens seine persönlichen Grenzen als CEO in diesen Krisen erlebt. Was mich interessieren würde, du hast jetzt so die Supply Chain beschrieben und dass es wichtiger ist, lokal quasi einzukaufen, lokal die Lieferanten zu haben. Hat sich auch etwas für euer Werk verändert oder eure Fabriken, dass ihr sagt, wir wollen eine größere Reichweite in unserem Lager haben, wir wollen gucken, dass die Produktion flexibler ist? Gibt es auch solche Themen auf der strategischen Ebene? Ja, ich glaube, dass man an den Reichweitenberechnungen so lange runterschraubt, bis die Krise kommt und dann merkt man, hat man vielleicht auch ein bisschen knapp ausgelegt. Allerdings ist man ja nicht jahrelang in der Krise, sondern die ist dann da und dann ist sie auch wieder weg und dann ist der normale Produktionszyklus. Und in dem ist man ja nicht so unterwegs, dass man enorm viel Bestände nimmt, um diesen mit dem See der Bestände alles zu überdecken, sondern dass man schon eben, wie wir es gelernt haben, im Wertstromdesign Stück für Stück das zu senken, bis man das Problem sieht, woran es liegt, den Engpass, den beseitigt und dann wieder weiter senken kann. Das gehört zu einem kontinuierlichen Prozess in der Wettbewerbsfähigkeit bei allen. Und dann, wenn es dann nicht so gut läuft, merkt man, dass man vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Und dennoch sollte dieser Trend, glaube ich, vorhanden sein. Dennoch überlegen wir, wie du gefragt hast, wo können wir aus dem, was wir gelernt haben, ist ja auch so ein geschlossener Regelkreis, dass man überlegt, wie will ich das denn implementieren? Wo kann man vielleicht mit heutigen Systemen, die man vorher nicht hatte, die man jetzt dadurch gelernt hat, dass man sie braucht, das eine oder andere besser steuern? Und wo sind vielleicht die Dinge, von denen man früher gar nicht gedacht hat, dass sie einen in eine Lieferschwierigkeit bringen, weil sie immer da waren, dass man die jetzt etwas besser absichert? Denn man kann ja eine DFMEA machen und eine PFMEA. Man kann sich überlegen, Risikomanagement, was wird alles passieren? Aber wenn man das alles wüsste, dann wäre man ja unschlagbar. Ja. Und manche Dinge muss man einfach lernen. Und das passiert eher in einer Krise. Das ist ja in dem menschlichen Werdegang auch so, also in unserem Lernen, dass man dadurch merkt, okay, musst du vielleicht in Zukunft anders machen. Und das haben wir auf der Produktionsebene, wieder zurück zu deiner Frage, in vielen Bereichen, dass da einzelne Themen deutlich anders gemacht werden, als sie früher gemacht wurden. Hast du ein Beispiel noch zum Abschluss des Themas? Während ich das erzählt habe, habe ich auch überlegt. Da habe ich gerade die Frage, kommt schon gleich. Es gibt so viele, jetzt fällt mir gerade keins ein. Ihr seid ja auch Produktionsexperten. Vielleicht fällt euch eins ein, während ich noch überlege. Oha. Von den Firmen, die man so gesprochen hat. Weil man spricht ja auch sehr viel mit anderen, die, wie ich gesagt habe, ähnliche Probleme haben.
Also ich erlebe es in der Tat, dass manche Firmen sagen, wir vergrößern unser Lager jetzt auch deswegen, weil wir eben unsere Rohwaren und die Produkte, die wir eben einkaufen, da eben mehr lagern wollen. Das hattest du jetzt ja schon angedeutet, dass man da eben gucken muss, was sind sinnvolle Bestände. Und anderes Thema ist wirklich auch die Flexibilität in der Produktion selber. Also wie flexibel sind meine Fabriken, auch Produkte zum Beispiel aus anderen Werken theoretisch auch fertigen zu können. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel bei euch auch ein Thema ist. Ja, es gibt, danke für die Überbrückung, es gab tatsächlich einige der Punkte, wo wir gefragt haben, wie stellen wir unser Liefernetz weltweit auf, sowohl in den Lieferanten, die wir haben, als auch also durch die Krise des Materials, wie viele Schwankungen können die und mit wie vielen Double Sourcing oder Mehrfachsourcing brauche ich. Der nächste Punkt ist eben der, dass wir für unsere eigenen Maschinen überlegt haben, sollen wir die mischen oder sollen wir die an verschiedenen Standorten aufstellen oder ist es effizienter, alle an einem Standort zu haben? Und wie kann ich Backup-Lösungen machen? Jetzt weiß jeder, wenn ich eine Werkzeugmaschine kaufe und da ist eine Investitionsrechnung dahinter, dann fange ich nicht an, das ganze System komplett zu spiegeln. Dann ist man nicht wettbewerbsfähig. Aber vielleicht gibt es die ein oder andere Idee, wie man bestimmte Setups weltweit wählt, dass man doch lieferfähig bleibt oder entsprechend nochmal mit anderen Lieferanten bestimmte Kooperationen eingeht. Und das haben wir nach der Flut und Materialkrise jetzt an einigen Stellen anders gemacht. Muss man nicht sagen. Ich hatte, wir haben ja viele Stahlteile, wo man einen Draht hat, der entsprechend dann von den Ziehereien gezogen wird. Und da in den Flügen, wo ich dann bei vielen in Deutschland und die Flüge in Italien war, da sind so die Hauptlieferanten, hat mir einer erzählt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass hier in Deutschland eine von deren Wettbewerbern betroffen war, dass seine gesamten Produktionsanlagen an einem Flusslauf entsprechend ausgefallen waren. Und da fand ich erstaunlich, da haben die Wettbewerber, das sind so 4, 5 Europäer, dem einen zur Überbrückung dessen Kunden beliefert, bis der wieder auf die Beine gekommen war, um dann eigenständig weiterzuliefern, damit die gesamte Wettbewerbslandschaft stabil bleibt. Ich glaube, das ist etwas, das hat jetzt nicht direkt uns betroffen, aber kam von unseren Vorlieferanten, was ich tatsächlich erstaunlich fand und wo ich sagen muss, das ist eine Art von kollegialer Hilfe, die auch nicht überall passiert. Und das ist mir tatsächlich auch nochmal hängen geblieben. Ja. Ich habe vielleicht auch noch, Tobias, wegen der Frage eine kurze Ergänzung dazu, was die eigenen Fabriken betrifft. Also Christian hat es gerade schon mal angerissen, ne? Also irgendwo zwischen wirklich reiner Wertstromorientierung, was man klassisch darunter kennt, ne, um Dinge möglichst ins Fließen zu bringen und dedizierte Betriebsmittel und auf der anderen Seite irgendwo Pooling, Synergien. Also genau diese Frage erlebe ich im Moment halt auch, dass in verschiedenen Unternehmen darüber halt nachdenken. Gibt es diese Extreme oder wie können wir eigentlich einen Mittelweg dazwischen finden, um halt möglichst die Vorteile eines Poolings auszunutzen und gleichzeitig eine Wertstromorientierung zu halten, was ja in der Regel dann auch mit den kurzen Lieferzyklen einhergeht. Und ich finde, das ist ganz interessant, dass da auch das ein oder andere Paradigma aktuell dann in Frage gestellt wird, einfach weil das alte System ist gestört. Und wie Christian eben sagte, ja, manchmal braucht das ja, um überhaupt daran zu wachsen und mal den Schritt zurückzugehen, um mal zu überlegen, was kann ich halt eigentlich machen. Ja? Und also da die Organisation in der eigenen Fabrik nochmal zu überdenken, das merke ich auch an 2, 3 Stellen im Moment. Das könnte ein sehr interessanter Trend werden. Stichwort Matrix fällt da ja auch häufig mal, nicht nur in der Forschung, auch in der Industrie mittlerweile, aber da auch eine Matrix dann im Wertstrom herzustellen. Also das wird interessant. Was mir auch noch dazu einfällt, ist, wo wir gelernt haben, dass wir vielleicht was anderes machen müssen. Vielleicht die ein oder anderen Unternehmen geben, die einfach Vorreiter und beispielhaft darin sind, die das sehr gut können. Wir konnten es nicht in der Vollständigkeit. Man hat ja eine Anzahl an Mitarbeitern, eine Anzahl an Maschinen, also eine bestimmte Anzahl an Ressourcen. Die kann bei einem Mittelständler, auch bei jedem anderen Unternehmen, nicht exorbitant hoch sein, weil man sonst nicht wettbewerbsfähig ist. Jetzt tritt die Krise auf, vielleicht sogar die Verdichtung der Krisen, gleichzeitig Corona mit den Langzeiteffekten auf die Bevölkerung und die Mitarbeiter mit allen Verwerfungen, gleichzeitig dann die Verwerfung der Lieferkette und gleichzeitig die Verwerfung der Flut, die dann nochmal extrem herausfordernd für die Mitarbeiter sind. Und dann muss man ja auf alles sich konzentrieren. Und du hattest es eben angesprochen, Tobias,
priorisieren. So wie der Polizist priorisieren muss, was muss er in diesem Beispiel da tun? Und gleichzeitig möchte jeder Kunde, wenn man eine große Anzahl an Kunden hat, will jeder gleich behandelt werden und jeder will Informationen darüber haben. Ist ja okay, wenn du mir das nicht lieferst. Aber wann bekomme ich denn mein Material, damit ich zumindest sagen kann, dann und dann brauche ich, also damit ich umplanen kann. Dieser Anspruch, den verstehe ich. Der ist auch super. Und wenn mal in der gesamten Wertschöpfung was nicht läuft, also ein kleiner Holperstein, dann kann man mit ein bisschen Zusatzarbeit von dem Mitarbeiter X, der Herr Müller macht dies, der Herr Hansen macht das, der Herr sonst was, dann macht man abends ein bisschen mehr Arbeit und dann kann man diese Auswertung für einen Kunden fahren. Wenn aber gleichzeitig all diese Dinge zusammenkommen, wie ein komplexes Knäuel, wo alles ineinander verzwungen ist und dann will gleichzeitig jeder Information, dann ist es so eine riesen Ressourcenaufgabe, dass man es ja gar nicht schaffen kann, all diese Auswertungen gleichzeitig zu machen, weil es eine Komplexität erreicht. Komplexität ist ja die Anzahl der Einheiten mal die Anzahl der Verbindungen. Jetzt steigt die Anzahl der Einheiten, die man lösen muss und die Anzahl der Verbindungen, weil jeder will die Informationen, da hat man einen Riesenknäuel. Das ist so groß, dass man die Mitarbeiter, die eigenen, überfrachtet, die Informationen für diese Kunden zu besorgen, weil teilweise ja schon unsere Lieferanten diese Informationen gar nicht geben können. Also man hat ein Defizit an Informationen an der einen Stelle und soll dann am Ende aber ganz präzise sein. Das kann, ja. das kann gar nicht funktionieren. Und in unserem Fall ist es eben dann noch überlagernder. Was wir jetzt angestoßen haben, ist, dass wir durch die Digitalisierung geguckt haben, wie kann man denn Systeme schaffen, die noch mehr das Wissen vernetzen, sodass nicht einzelne Mitarbeiter diese Auswertungen machen müssen, sondern dass man auf Knopfdruck diese Informationen bekommt. Jetzt hätte jemand sagen können, ja, das hätte er auch vorher machen können. Vorher wären wir niemals auf die Idee gekommen, dass diese Rechenleistung wirklich erforderlich ist. Wie gesagt, vielleicht gibt es den Primus Inter Pares, einfach tolle Top-of-the-Pop-Unternehmen, die das schon haben. Wir haben es nicht. Wir überlegen aber gerade, wie können wir mit einem überschaubaren Aufwand solch eine Kette gestalten, dass wir schneller die Informationen bekommen zu einer bestimmten Güte, sodass man sie weitergeben kann. Das ist aber eine Herausforderung, die in dieser Komplexität, die ich eingangs beschrieben habe, durch die Verdichtung von diesen Themen, tatsächlich für uns sich an manchen Stellen nicht komplett lösbar gezeigt hat. Also ich glaube, das ist, ja, wir könnten eigentlich nochmal eine Vorlesung über Komplexitätslehre mit dir machen. Vielleicht an der Stelle. Können wir uns merken für noch eine weitere Episode zum Thema Operational. Auf jeden Fall. Executives. Genau. Ich hätte vielleicht nochmal eine Frage, weil das ist, glaube ich, nochmal wirklich ganz spannend. Oder einen Aspekt dann nochmal. Wie bist du jetzt dann auch in deiner Führungsrolle mit diesem Thema Komplexität umgegangen und wie hast du für dich oder euch definiert, was ist denn jetzt der Engpass, an denen wir mit unseren begrenzten Ressourcen rangehen? Also hast du da für dich irgendwie was entwickelt, wo du sagst, okay, so gehe ich den Schritt zurück und gucke, wo müssen wir als Team und wo muss vielleicht auch ich als CEO jetzt ran, um diesen Engpass, den wir haben. Wir können nicht alles gleichzeitig machen, aber irgendwo muss man ja anfangen. Hast du da für dich über die Krise irgendwie Best Practices gelernt, die du mitnimmst? Das ist ein bisschen die Frage, was habe ich in der Krise gelernt? Ja, kann ich was zu sagen? Und da schwingt in deiner Frage ein zweiter Punkt mit. Das Thema Priorisierung, was wir vorher schon hatten, also das ist genau der Ball, den wir nochmal aufgreifen wollen. Priorisierung habe ich, glaube ich, nicht in der Krise gelernt. Ich glaube, dass ein bisschen persönlich, ich ein sehr strukturierter Mensch bin und ich hatte über das Studium das Thema Eisenhower-Matrix gelernt, also was ist dringend, was ist wichtig, dringend und wichtig und dann, wie verteilt man das, und an der arbeite ich eigentlich ständig, dass ich so die Themen betrachte, kann man sagen, das macht man vielleicht intuitiv, andere brauchen die, und so haben wir uns die auch aufgemalt und haben immer wieder geguckt, wo muss man die Sachen hinmachen, und wir haben sehr viel schnelle Kommunikation und Dinge dann auf dem Flipchart geschrieben, weil wir einfach gar keine elektronischen Systeme hatten und dann die Dinge verteilt. Was ich in der Krise gelernt habe, ist in dem Moment, also in der Flut, in dem Moment, wo gar nichts mehr da ist, hilft es extrem, wenn man die Leute einfach machen lässt. Die fangen nämlich an,
sich dezentral selbst zu organisieren, in einer Art und Weise, in der man es selber gar nicht strukturieren kann. Man kann nur dann versuchen, Impulse aufzunehmen und da vielleicht manche Dinge bereitstellen und Anleitungen da geben, wo nötig, aber erstmal alles dezentral. Die Leute haben die Notstromaggregate von ihrem Sportverein besorgt und von der Feuerwehr und also jeder hat Dinge gemacht, auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Also die Ressource der breiten Masse einfach völlig unstrukturiert zu nutzen. Und dann gibt es einen Punkt, an dem man genügend Struktur hat, an der man das ausschalten muss, weil es dann nicht mehr gut ist, auch nicht mehr effizient ist, und dass man dann wieder genügend Struktur hat, dass man dann wieder dieses Normale, was in der Organisation ist, diese Pyramide mit den Leitstrukturen, wo man natürlich nicht plötzlich alles nur noch von oben vorgeht, aber wo man wieder in der Kommunikation kommt, dass diesen Punkt abzuwarten und dann wieder alles ins Funktionieren zu bringen, das war wichtig. Und das interessanteste Learning in dieser ganzen Geschichte ist, dass ich in diesen Krisen, in allen dreien, aber vor allen Dingen in der Flut, in der Verdichtung dieser wenig Zeit, hohe Anforderungen, sehr viel Selbststeuerung, man ganz klar unterscheiden konnte, was sind gute Führungskräfte und was sind schlechte Führungskräfte. Und viele gute Führungskräfte hatte ich vorher schon identifiziert und die haben einfach sich bewahrheitet. Und es haben ein paar Leute sich als nicht so gut herausgestellt, wie man gedacht hat. Vielleicht, ich will nicht das Wort Blender in den Mund nehmen, aber die haben einfach, war das überwältigend und haben das nicht so gut gemacht. Und man merkt auch, dass man vielleicht den einen oder anderen, ein bisschen Selbstreflexion an mich, falsch eingeschätzt hat, der dann über sich hinausgewachsen ist und einfach grandios das gemacht hat in der Form, wo man sagen muss, bei dem müsste man sich eigentlich nochmal entschuldigen und sagen, boah, das habe ich falsch gesehen und da blame on me. Danke, dass du da in der Zeit da warst und das so toll gemacht hast. Und vielleicht ist derjenige auch erst aufgegangen darin, dass er so gefordert war. Und also da, dass dieses Thema Führungsleistung erkennen und anerkennen, das ist da tatsächlich verdichtet durchgekommen. In jeder von den drei Krisen. Sehr schön. Also ich finde es spannend. Also ich merke schon, wir müssen über eine neue Episode nochmal nachdenken oder so die nächste Episode, weil wir gar nicht die ganzen Themen aufgreifen können, die du jetzt hier ansprichst. Also mich würde zum Beispiel interessieren, was jetzt eine gute Führungskraft ausmacht und wie du die dann dort auf einmal gar nicht mehr übersehen konntest zum Beispiel. Aber ich glaube, das Thema, wenn wir das jetzt anschneiden, dann wird es zu groß. Und ich fand es auch super, dass du nochmal bestätigt hast, dass ein ganz wichtiges Thema eben das Thema Priorisieren war, auch wenn du das jetzt glücklicherweise nicht erst in der Krise lernen musstest. Aber das hast du ja indirekt jetzt auch nochmal bestätigt, ja, dass das wahrscheinlich mit das Wichtigste ist. Oder gab es noch eine andere Sache, wo du sagst, ja, das war auch entscheidend, da jetzt gut durch diese gehäuften Krisen zu kommen? Ja, ich glaube auch Durchhaltevermögen, ne? Jetzt muss man sagen, vielleicht auch ein bisschen ausblenden, dass man in dem Moment, wo es passiert, ausblendet, dass es so heftig ist und einfach mal macht und dann man immer mehr zu wie einer Struktur zurückkommt. Und wenn man dann wieder Luft hat zu überlegen, dann merkt man tatsächlich erst, was passiert ist. Und dann muss man das auch verarbeiten und danach wieder weitermachen. Und an Corona merke ich das. Der Dieter Nuhr hat mal gesagt, das Waldsterben dauert so lange, dass ich eigentlich keine Lust habe zuzugucken und dann vergisst man das wieder. Und das heißt, wenn die Krise kurz und knapp ist, dann ist die ja schön, dann kann man da auch einen Erfolg draus feiern, wenn man sie überwunden hat. Wenn die aber so richtig so lange, lange zieht, dann ist dieses Durchhalten und wenn man dann auch eine Überlagerung von den Themen hat, das habe ich auch hier am Standort gemerkt, an mir selber, an allen, das zehrt. Ne? Und das durchzuhalten, das ist vielleicht eine weitere Dimension, die dazugekommen ist in dem Form, dass wir, glaube ich, weil viele das konnten, da insgesamt auch gut durchgekommen sind. Ja, also bestmöglich. Also, genau. Gibt bestimmt Leute, die sagen, hätte besser gehen können. Ich glaube, wir hätten es auch deutlich, deutlich schlechter schaffen können. Ich glaube, ihr habt das sehr gut gemacht, Christian. Also das, was ich da beobachten durfte, wir waren ja die ganze Zeit eigentlich irgendwie in Kontakt, privat oder beruflich, und ihr habt das echt klasse gemacht.
Und ja, vielleicht, danke Matthias, externe auch nach Hilfe fragen. Ne? Also sich nicht scheuen, tatsächlich überall. Ich hatte auch einen Freund, der war hier vom Hochwasser privat betroffen. Da haben wir dann auch noch das eine oder andere gemacht. Und bei dem habe ich gesehen, also der hatte so eine WhatsApp-Gruppe und ich bin selber nicht der Typ, der immer nach Hilfe fragt. Vielleicht auch Lessons learned, ne? Und der hat einfach immer alle Leute gefragt. Und habe ich gesagt, wow, wie bereitwillig andere das tun, wenn die merken, derjenige hat gerade wirklich Last. Und so haben wir das dann hier übernommen und haben auch gefragt. Und dann ist uns geholfen worden. Und an all die uns geholfen haben, in irgendeiner Form, das sind ja Maßnahmen, die man tut, um Dinge zu erweitern, auch Kapazitäten und Ressourcen zu erweitern. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, wenn man das noch hinzufügt. Wir müssen leider schon zum Ende kommen, aber wir können ja mal allen, die jetzt schon zuhören, fragen, was würde euch noch interessieren, weil ich hätte Lust auf nochmal eine zweite Episode. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, die vielleicht noch ein bisschen persönlicher ist. Ich weiß nicht, du musst sie nicht beantworten, wenn sie dir zu persönlich ist, aber gab es Situationen, wo du dann auch in dieser Häufung der Krisen auch ganz persönlich an Grenzen gekommen bist? Ja, definitiv. Mit Sicherheit, weil es, wie soll ich, vielleicht fange ich da an. Wir haben als ich angefangen habe, hat auch mit mir ein anderer Mitarbeiter kurz vorher hier angefangen, der das Thema Arbeitssicherheit und Umwelt betreut. Und der war natürlich gefordert bei dem Thema Pandemie und danach war er gefordert bei dem Thema Flut, weil wir haben sehr viele Öle, Kühlschmierstoffe, die entsprechend in die Wipper geflutet worden sind, als hier alle Maschinen und Roboter und Schaltschränke alles unter Wasser gestanden hat. Und dann haben wir es auch melden müssen. Und er hat es zum Bravour alles sehr, sehr, sehr sauber abgearbeitet, muss ich mal sagen, klasse. Und dann sagte ich zu ihm, wie war dein erstes Jahr so? Und er sagte, ja, ich hatte eine Pandemie, ich hatte eine Flut, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Mal gucken, alles andere wird ja dann nur noch reiner Standard sein. Der freut sich, wenn er wieder mal runterschalten kann. Und bei einigen Kollegen, bei mir habe ich es natürlich auch gemerkt. Was ich gemerkt habe, jetzt zu dem persönlichen Punkt, ich kann da sehr gerne antworten, ich bin an einem Punkt dazu gekommen, dass ich in der Krise gar nicht so gemerkt habe, wie sehr das da ist, sondern dann hat man vielleicht ein bisschen funktioniert. Aber wenn man dann Abstand gewinnt, dann kommt es erst richtig zu einem. Und an einem Punkt, wo wir das Schlimmste, glaube ich, schon hinter uns hatten, aber immer noch Kunden geschrien haben, hat mich dann ein Kunde angeschrieben und hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass das dann alles so wirklich durchgebrochen ist, wo ich gedacht habe, jetzt werde ich dazu aufgefordert, das alles auch nochmal voll an mich ranzulassen, weil man ja im Prinzip vor seiner Mannschaft stehen muss, das alles auch anzufangen, weil ich will es ja gar nicht auf andere abwälzen, sondern da ist man genauso, das war ja das Thema gute Führungskraft, gefordert, sich einzugestehen, ja, ich bin selber mit Teil der Schuld dessen, was wir verschuldet haben und ich kann es eben gar nicht besser machen. Ich tue nur mein Bestes, aber das zählt an allen. Und sich das einzugestehen, das war... Es war ein Flug zurück nach Deutschland, wo es mich richtig gerissen hat. Und ein anderer Punkt war der, Monate später, wir hatten ein Video zu der Flut und dann haben wir das Video gezeigt, jemandem, der interessiert daran war. Es geht nur ein paar Minuten. Vorher habe ich das schon oft gesehen und da war ich nicht emotional. Aber als ich den Abstand hatte und das nochmal gesehen habe, wie die Wucht dann da gewesen war, da hatte ich dann ein paar Tränen in den Augen, musste mal kurz zum Fenster gehen, um auch nochmal den Kloß im Hals runterzuschlucken, weil in dem Moment hat es mich dann auch nochmal tatsächlich überwältigt. Viel später als in dem Moment selber. Das ist so ein bisschen der persönliche Teil. Vielen Dank für den Einblick. Danke. Ja, ich habe schon gesagt, wir müssen leider zum Ende kommen. Ich weiß nicht, was für Themen würdet ihr gerne noch ansprechen, wenn es eine zweite Runde geben sollte? Christian, wir haben jetzt bestimmt Dinge noch nicht erwähnt, die du gerne auch oder die du wahrscheinlich auch noch erzählen könntest, oder? Nun, ich habe viel erzählt, deswegen viel Output generiert, gebe ich jetzt mal an Matthias weiter. Also, das kannst du vielleicht ein bisschen besser. Ja, also ich glaube, das ist, war auf jeden Fall ein super Gespräch, hat mich jetzt auch nochmal wirklich, auch selber wirklich bewegt, das nochmal zu hören, auch wenn ich vieles davon ja aus den persönlichen Gesprächen vorher schon kannte. Aber ich glaube, wir haben die großen Themen sind wir jetzt wirklich
angegangen? Also ne, ich, einfach wie bewegt diese 2 Jahre waren bei euch und wie ihr das da trotz aller Hürden gemeistert habt. Wie gesagt, ich kann mich da auch nur wiederholen. Fand ich wirklich klasse. Mir fällt es jetzt gerade schwer. Vielleicht geben wir die Frage einfach weiter an deine Zuhörer, Tobias, weil für die machen wir das Ganze ja auch, dass da dann nochmal das ein oder andere kommt. Und Christian hat ja schon vorsichtig zu verstehen gegeben, dass er eventuell für eine zweite Runde bereitstünde. Aber das klären wir dann auch nochmal alles im Nachgang. Und ich glaube, das ist eine gute Vorgehensweise. Für heute belassen wir es dann dabei. Kann man gerne machen. Ja, nein, das ist super. Lass uns das genauso machen. Mich würde schon noch die persönliche Seite zum Beispiel noch ein bisschen mehr interessieren. Wie hast du dich jetzt selbst motiviert zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob das für dich ein Thema war, aber ich glaube, das ist sicherlich auch spannend. Und zum Beispiel auch so eine Frage, die man vielleicht auch nochmal in der zweiten Runde stellen könnte. Was waren so die schwersten Entscheidungen, die du treffen musstest? Aber beantworte sie jetzt nicht. Es ist gut, dass ihr jetzt das nochmal zusammengestellt habt, weil auch deine beiden und auch die andere Sache wäre ich jetzt gar nicht so sehr gekommen, aber es sind tatsächlich gute Fragen. Ja, genau. Nee, also deswegen. Aber lass uns das genauso machen. Wir warten mal die Resonanz ab und hoffen auf vieles Feedback und vielleicht gibt es ja dann auch die eine oder andere Frage oder die Themen, die noch spannend wären und dann können wir vielleicht nochmal eine zweite Runde machen. Alles klar. Sehr gerne. Vielen Dank, Christian, dass du mit dabei warst und für deine Offenheit auch zu einem wirklich nicht so leichten Thema. Ja, danke. Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.